In diesem Video geht es um das Verhalten von Graphen ganz rationaler Funktionen, und zwar in der Nähe von 0. Hier steht das in mathematischer Schreibweise, gelesen wie das für x gegen 0, beziehungsweise für ganz, ganz große Werte von x, hier in mathematischer Schreibweise für x gegen plus bzw. minus unendlich. Außerdem werden wir natürlich notieren, was ganz rationale Funktionen sind. Den Begriff ganz rationaler Funktion haben wir schon mal gehört, als wir über die Potenzfunktionen gesprochen haben. Dort haben wir die Potenzfunktionen definiert. Also wiederholen wir kurz: eine Funktion f, deren Funktionsgleichung sich als f von x ist gleich an mal x hoch n plus an minus 1 mal x hoch n minus 1 plus an minus 2 mal x hoch n minus 2 plus, da kommen ja weitere Summanden, plus a2 hoch x² plus a1 mal x plus a0, wobei n eine natürliche Zahl und diese sogenannten Koeffizienten reellen Zahlen sind, wobei der größte hier, der sogenannte Leitkoeffizient, nicht gleich 0 sein darf. Diese Funktion heißt dann eine ganz rationale Funktion n-ten Grades. Wie die Zahlen hier heißen, habe ich gerade gesagt. Jetzt notieren wir das noch. Die Zahlen, die hier mit x in einer Potenz multipliziert werden, nennen wir Koeffizienten. Und den Koeffizienten mit der höchsten x-Potenz nennen wir dann auch Leitkoeffizient. Dort gibt es ja noch hier unseren y-Achsenabschnitt. Den nennen wir eben den Zusammenhang mit ganz rationalen Funktionen das absolute Glied. Als nächstes wollen wir Graphen von ganz rationalen Funktionen untersuchen. Dazu habe ich jetzt eine Internetseite geschrieben, die höchstwahrscheinlich keinen Designpreis gewinnen wird. Ich glaube aber, dass man dort das Verhalten ganz bequem erkennen kann. Und ja, gehen wir einfach dahin. Okay, den Link zu der Seite werde ich dann in die Beschreibung reinschreiben. Gut, was sehen wir hier? Wir sehen jetzt hier mehrere Bereiche, wo wir Dinge eintragen können. Hier die erste Zeile, hier haben wir eine Funktion f, beziehungsweise eine Funktionsgleichung. Und dort haben wir die Möglichkeit, 1, 2, 3, 4, 5 Summanden zu definieren. Wir können die Koeffizienten verändern und wir können auch die Potenzen von x an dieser Stelle ändern und damit natürlich auch den Grad der Funktion f. Hier haben wir auch solche Checkboxen mit unterschiedlichen Hintergrundfarben, die, wenn sie angeklickt werden, werden sie benutzt, um Funktionsgraphen zu zeichnen. Da alle Kästchen hier jetzt angeklickt sind, werden bei dem Zeichen von dem schwarzen Graph alle Summanden berücksichtigt. Bei den blauen und roten wird keiner davon berücksichtigt. Deshalb liegen sie jetzt hier auf der x-Achse übereinander, weil da die x-Werte überall 0 sind. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel bei blau den einen Summanden mitnehme, bekommen wir hier diesen blauen Graphen und den hier 2 mal x Summanden bei Rot mitnehme, bekommen wir hier den roten Graphen, aber dazu gleich noch mehr. In dieser Zeile kann man die Funktion f an einer Stelle auswerten. Hier lesen wir ab das f von 0 oder 0 wird abgebildet auf 1 mal 0 hoch 4, also 0 plus das ausgewertet ist 0 plus das ausgewertet ist 0 plus das ausgewertet ist 0. Plus, und hier bekommen wir eine 1, also insgesamt die 1. Okay, worum geht es bei den Verhalten? Wir wollen im Prinzip zwei Bereiche untersuchen. Und zwar, wenn ich jetzt bei den blauen Graphen das absolute Glied und den Summanden mit der ersten Potenz mitnehme, sehen wir jetzt hier in der Nähe der Stelle x gleich 0 folgendes. Wenn ich jetzt hier einmal etwas höher gehe und dann reinzoome, je weiter wir reinzoomen, desto schwieriger ist es, zwischen den schwarzen Funktionsgraphen und der blauen Funktionsgraphen zu unterscheiden. Und das ist jetzt eine Eigenschaft, die für alle ganz rationale Funktionen gelten wird. Und zwar, wenn wir jetzt das absolute Glied und den Koeffizienten der zu der kleinsten
x-Potenz, wobei der Koeffizient nicht gleich 0 sein darf, gehört. Dieser beschreibt ziemlich gut das Verhalten des ursprünglichen Graphen in der Nähe des x-Wertes x gleich 0. Also resetten wir das Ganze. Andererseits, wenn wir jetzt den Summanden mit dem Leitkoeffizienten nehmen, das machen wir jetzt hier in Rot, sehen wir erstmal nichts Ungewöhnliches. Aber wenn ich jetzt hier weiter rauszoome, stellt man plötzlich fest, dass dass der Verlauf von dem roten Graph und dem schwarzen Graph auch kaum zu unterscheiden ist. Es gibt einen Bereich, wo es große Unterschiede gibt, aber da haben wir jetzt gerade herausgezoomt. Das war jetzt hier so in dem Bereich vielleicht bis 3. Guckt man jetzt von weiter weg, kann man nicht unterscheiden, ob der rote oder der schwarze Graph der Graph der eigentlichen Funktion ist. Dass es nicht immer der Fall ist, dass nicht alle Graphen von ganz rationalen Funktionen von außen so aussehen, davon kann man sich überzeugen, wenn man jetzt zum Beispiel diesen Summanden nimmt oder den hier, da gibt es schon große Unterschiede. So, die Frage an dieser Stelle ist natürlich, woran liegt das Ganze? Und dazu haben wir jetzt hier diese Zeile. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Argumente in der Nähe von 0 auswerte, also sagen wir 0,1 und die Anzahl der signifikanten Stellen hier, also hier auf wie viele Nachkommastellen wird es gerundet, mir anschaue, sehe ich, dass das absolute Glied hier einen entscheidenden Beitrag leistet zu dem Ergebnis hier. An zweiter Stelle mit 0,2 kommt hier unser Term vom Grad 1. Und je höher der Grad von x, desto kleiner sind die Zahlen, die dazukommen. Noch krasser wird das, wenn wir zum Beispiel die Stelle 0,01 auswerten. Dann ist der Beitrag von dem absoluten Glied ziemlich groß. An zweiter Stelle kommt wieder der lineare Anteil und der Rest ist sozusagen praktisch null, wenn ich das jetzt auf zwei Nachkommastellen runde, liefern diese Summanden sozusagen gar nichts mehr zu dem Funktionswert und deshalb liegen die Funktionswerte von dem blauen Graphen in der Nähe der Stelle x gleich 0 im Prinzip auf dem schwarzen Graphen. Man kann die Auflösung nicht so hochschrauben, dass man da tatsächlich einen Unterschied sehen würde. Und wenn man jetzt diese Funktion mit Stift zeichnen möchte, auch da ist die Stiftdicke, die Linie, die man da zeichnet, viel, viel dicker als der tatsächliche Unterschied zwischen den beiden. Wenn wir den Spieß aber hier umdrehen und zum Beispiel 100 eintragen, sehen wir, dass der Summand mit der höchsten X-Potenz das Wesentliche hier beiträgt. Noch genauer kann man es sehen, wenn man jetzt hier ein Häkchen bei der wissenschaftlichen Schreibweise wählt. Und zwar hier haben wir 1 mal, also 1e plus 8, das ist so zu lesen wie 1 mal 10 hoch 8. Plus minus 2 mal e plus 6, also minus 2 Billionen. Also dieser Faktor ist, dieser Summand ist schon hier 100 mal größer als der nächste. Noch größeren Unterschied erhalten wir, wenn wir die Stelle x gleich 1000 auswerten. Hier ist dieser Faktor schon 500 mal so groß bei 10.000. Haben wir schon etwas, was 5000 mal größer ist als der nächste Faktor. Und je größer der x-Wert, desto kleiner ist die Rolle, die weiteren Summanden hier spielen. Und wir sehen auch, grob gerundet haben wir jetzt hier den Funktionswert, der im Prinzip von dem ersten Summanden hier bestimmt ist. Und im Negativen, also setzen wir jetzt hier minus 10.000 ein, sieht das Ganze genauso aus. Okay, fassen wir also zusammen.
Gegeben sei eine ganz rationale Funktion f n-ten Grades, dann verhält sich der Graph von f. Und jetzt machen wir eine Fallunterscheidung in der Nähe der 0. Jetzt kommt die mathematische Schreibweise noch dazu. Gelesen wir das als x gegen 0 folgend. Wie der Graph von g mit g von x ist gleich ak mal x hoch k plus a0. A0 ist das absolute Glied. Jetzt muss man nur wissen, was dieses ak ist. Ak ist der kleinste Koeffizient von f mit ak ist ungleich 0. Also wenn wir jetzt gleich eine Funktionsgleichung haben, suchen wir nach der kleinsten Potenz von x, die da auftaucht, und schauen uns den Koeffizienten davon an. In den Beispielen wird es gleich hoffentlich ganz klar. Und der zweite Fall im Unendlichen, und die Schreibweise da ist x gegen plus minus unendlich. Hier diese liegende 8, das Unendlichkeitszeichen. Wie der Graph von h mit h von x ist gleich a n mal x hoch n. Und auch an dieser Stelle muss geklärt werden, wofür steht dieses a n. Dieses a n ist der Leitkoeffizient von f. So, Beispiele habe ich versprochen. Jetzt kommen welche. Wir haben eine Funktion f mit f von x ist gleich 42 hoch mal x hoch 5 minus 32x² plus x minus 3. Und dieser verhält sich einmal hier für x gegen 0 wie der Graph von g mit g von x ist gleich x minus 3. Also die minus 3 ist das absolute Glied. Und dann suchen wir nach der kleinsten Potenz von x. Das ist hier x hoch 1. Der Koeffizient davon ist 1, wird nicht geschrieben. Also x minus 3 ist die Beschreibung des Graphen in der Nähe der 0. Im Unendlichen dagegen gucken wir nach dem Leitkoeffizienten. Und deshalb verhält sich der Graph von f wie der Graph von h. Mit h von x ist gleich 42 mal x hoch 5. Das ist die 42 der Leitkoeffizient und die zugehörige x-Potenz. Dass das Verhalten in der Nähe der 0 nicht immer durch so einen linearen Teil bestimmt wird, zeigt das folgende Beispiel. Wir haben eine Funktion f mit f von x ist gleich 2 mal x hoch 6 minus 8x hoch 4 minus 2x hoch 3 plus 11. Dieser verhält sich, und jetzt gucken wir, 11 ist das absolute Glied, und dann suchen wir nach der kleinsten x-Potenz, das ist die 3, und der Koeffizient davon ist minus 2. Und eine Funktion, die uns das Verhalten in der Nähe der 0 beschreibt, ist eine Funktion g mit der Funktionsgleichung minus 2x hoch 3 plus 11. Also wieder 11, absolutes Glied. Und minus 2x hoch 3, das ist der Summand mit der kleinsten x-Potenz, die nicht verschwindet. Natürlich könnte man noch hier irgendwie mal plus 0 mal x² plus 0 mal x hoch 1, aber diese verstößen gegen diese ungleich 0 Bedingung. Und im Unendlichen, da schauen wir uns den Leitkoeffizienten an, das ist 2, der Grad von f ist 6, und damit verhält sich der Graph von f wie der Graph von h mit h von x ist gleich 2 mal x hoch 6.